Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gerade bei meinem Vorredner das erlebt, was wir jetzt eigentlich seit 6 Monaten erleben. Wesentliche Bestandteile dieser Koalition befinden sich immer noch im Rausch der Oppositionsrhetorik, sind nicht auf Entzug und schon gar nicht bei Ernüchterung angekommen. Und dabei wäre Ernüchterung und Nüchternheit beim Regierungshandeln durchaus angebracht. Meine Damen und Herren, vor wenigen Monaten war noch von Bürokratiekosten-TÜV die Rede, von Verwaltungsbenchmarking, von Befristung der Gesetze mit umfangreichen Prüfungen im Falle der Verlängerung, übrigens auch ausdrücklich mit solchen Prüfungen, die mit Sozialrechten und Standardabbau zu tun hatten. Und wenn man sich dieses Entfesselungsgesetz anguckt, dieses sogenannte Entfesselungsgesetz, da muss man zunächst einmal feststellen, dass es einerseits zum Glück weit hinter diesen Oppositionssprüchen zurückbleibt, aber dass es eben andererseits auch eine krude Mischung immer noch aus dieser Oppositionsrhetorik und schädlichem Unsinn ist. Und ich will dazu, wie meine Vorredner, in Anbetracht der Zeit nur einige wenige Beispiele nennen. Bei der Änderung des Ladenöffnungsgesetzes zum Beispiel, dann entfesseln Sie sich letztlich vom sogenannten Anlassbezug und auch von der Rechtsprechung. Und es geht natürlich in Wahrheit nicht nur um 8, die sind auch schon zu viel, sondern es geht in Wahrheit um bis zu 16 Sonn- und Feiertage, nämlich immer in den großen Städten, wo es um verschiedene Bezirke geht. Wenn Sie Ihre eigenen Gesetzesvorhaben lesen, dann werden Sie das sehen. Und 16 im Jahr bedeuten mehr als jeder 4. Sonn- oder Feiertag, ist tatsächlich mit einem solchen Geschäft, ist tatsächlich mit einer solchen Öffnung verbunden. Und es wird ja geradezu ein Stück aus dem Tollhaus, wenn Sie sich jetzt anlässlich dieser Erweiterung zum Vorkämpfer gegen den Online-Versand hier aufspielen. Wenn Sie was gegen den Online-Versand tun wollten, dann müssten Sie sich mit uns zusammen für eine faire Besteuerung einsetzen, dann müssten Sie sich mit uns zusammen für eine ordentliche Stadtlogistik einsetzen. Und da habe ich Sie bis jetzt nicht wahrgenommen. Ich will mich auch mit Ihnen heute nicht über die Hygieneampel streiten. Die Abschaffung ist ja ein angeblich großer Entfesselungsakt. Aber wenn ich dann sehe, dass das gestern beim Handwerk ein Entfesselungsakt war und heute ein Entfesselungsakt, und wenn Sie dann in Ihre Begründung hineinschreiben und in Ihre Vorhaben hineinschreiben, so Herr Pinkwart, Sie wollen eine Entwicklung eines Modells der Verbraucherinformation auf freiwilliger Basis, dann sollten Sie sich doch noch mal zurückerinnern, Herr Kollege Pinkwart, oder mit Herrn Laumann sprechen. Sie haben ja beide schon mal der gleichen Regierung von 5 bis 10 angehört. Und da ist das ja genau von Herrn Uhlenberg versucht worden. Hat sich keiner daran beteiligt, an diesen freiwilligen Vereinbarungen. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Mal anders ist. Bei der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beispielsweise zum Lahnhof, wo wollen Sie da entfesseln? Da entfesseln Sie nicht, sondern da legen Sie den Gerichten Fesseln an, und zwar neue Aktenberge, weil Leute nicht mehr Widerspruchsverfahren tatsächlich beschieden werden, sondern weil die demnächst sich vor Gericht ihr Recht suchen werden. Beim Tariftreue- und Vergabegesetz im Text spricht eigentlich dieser Text dann alles. Ich lese mal die Begründung vor. Die Neufassung des Tariftreue- und Vergabegesetzes entspricht dem Koalitionsvertrag. Will sagen, das entspricht also Ihrer Oppositionsrhetorik. Umweltschutz, Energieeffizienz, Beachtung von Mindestanforderungen an Arbeitsbedingungen, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, alles Anforderungen, die bei Ihnen gedönst sind und weggehören. Richtig ärgerlich übrigens und richtig schädlich auch, und das ist einer der Punkte, wo ich hoffe, dass Sie wirklich noch mal nachdenken, wird es beim Alten- und Pflegegesetz. Sie geben vor, die Gleichstellung von Wohn- und Betreuungsangeboten, aber in Wahrheit schaffen Sie mit dieser Abschaffung oder mit dieser angeblichen Gleichstellung natürlich die Abkehr vom Vorrang ambulanter Versorgung und ambulanter Wohn- und Versorgungsangebote. Und wer weiß, dass davon im Land Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zu den 180.000 anderen nur 6.000 da sind, der weiß, dass das ganz dringend ist und dass das übrigens, Herr Bombis, mit Sicherheit nichts ist, worauf sich die Bevölkerung freut. Meine Damen und Herren, Sie nehmen es aber auch nicht so genau mit der Wahrheit. Sie schreiben übrigens, es gibt keine negativen Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und verweisen dann schon fast zynisch auf den § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes. Und Sie wissen natürlich genau, dass es diese negativen Auswirkungen gibt. Und Sie gehen im Übrigen auch hin, und auch das ist besonders spannend, und formulieren folgenden Satz im Zusammenhang mit der Frage von
automatisierten, vollautomatisierten Erlassen und der Konnexität. Ich zitiere: Mit der Einführung des vollautomatisierenden Erlasses eines Verwaltungsaktes stellt das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW zwar ein neues Verwaltungsverfahrensinstrument zur Verfügung, ordnet dessen Verwendung aber nicht an. Finanzielle Auswirkungen entstehen erst, wenn die Behörden von den zur Verfügung gestellten Instrumenten Gebrauch machen. Meine Damen und Herren, das zeigt ganz deutlich, Sie nehmen noch nicht mal Ihre eigenen entflechtungsrhetorischen Maßnahmen ernst. Ansonsten müssen Sie sich mit der Konnexität beschäftigen. Das haben Sie nicht getan. Und Sie werden verstehen, dass ich mich angesichts dieser und vieler anderer Widersprüche und Ungereimtheiten auf die Beratungen freue. Schönen Dank.